Im letzten Jahr noch in Prora, jetzt direkt vor dem Binzer Wahrzeichen. Der zweite Binzer Baltic Box Cup. Boxer aus Schweden, Polen, Italien, den Niederlanden, Ungarn und Deutschland konnten sich am Vortag für das Finale qualifizieren. Bevor es mit den Kämpfen losgeht, schwärmt noch die Boxprominenz von der wunderschönen Kulisse. Ja, schönen guten Abend erstmal. Ich bin gestern hierher gekommen und war völlig geflasht. Also ich habe schon wirklich fast überall geboxt auf der Welt, aber an so einem schönen Platz noch nie. Das ist echt genial. Ja. Super. Muss man mal dem Veranstalter in Lob aussprechen, was sie hier aufgezogen haben. Vom ganzen Ablauf alles wunderbar. In der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm steigt Vorjahressieger Toni Witzke aus Stralsund gegen den Italiener Adriano Spirandio in den Ring. Ringfrei, Runde 1. Toni Witzke verteidigt als erster Boxer überhaupt den Titel beim Binzer Baltic Box Cup. Bisher fanden im Kurplatz viele spannende Kämpfe statt. Unter den Zuschauern auch Bürgermeister Carsten Schneider. Wie mir es gefällt, wie immer natürlich gut. Und seit gestern haben wir natürlich ein Highlight hier im Ort, glaube ich, dass demnächst über die Grenzen bekannt werden wird. Denn alles passt, die Veranstaltung passt, die Location passt, Wetter passt, die Gäste sind zufrieden. Und ich habe noch nichts Negatives gehört. Ja, sehr unterhaltsam eigentlich und sehr unterhaltsam im Prinzip. Ja, also ja, sehr schön. Also es macht auf jeden Fall Lust auf mehr, sag ich mal. Und es gibt noch mehr. Der vorläufige Höhepunkt des Abends. Der Niederländer und Publikumsliebling Hannes Terlinde gegen den Italiener Eugenio Ndarko. Ja, meine Damen und Herren, so ein Kampf im Superschwergewicht sieht man auch nicht alle Tage. Und hier das Urteil. Sieger nach Punkten und damit Gewinner des zweiten Binzer Baltic Box Cup im Superschwergewicht. Die blaue Ecke, Eugenio Ndarko, Italien. Trotz Niederlage, Hannes Terlinde hat sich auf Rügen Fans erkämpft. Wir haben gestern damit angefangen, Hannes zu unterstützen. Ja. Und heute, glaube ich, hat hier der halbe Kurplatz mitgemacht. Ja. Warum hat Hannes euch so gut gefallen? Ja! Hannes hat mit seiner Art und mit seiner. Er sieht ja mehr aus wie ein Rummelboxer, wie ein Ringkämpfer, aber er hat ein Kämpferherz wie kein anderer. Und deswegen einfach frei. War cool. Super. Im Superschwergewicht gibt es zwei Finalkämpfe. Jetzt der zweite Kampf zwischen Erik Brecht-Wien und dem Polen Michael Wildosch. Und hier das Urteil. Sieger durch K.O. in Runde 2 und damit Gewinner des zweiten Binzer Baltic Box Cup im Superschwergewicht, die rote Ecke, Erik Brecht-Wien, Deutschland. Brecht-Wien verteidigt damit seinen Titel. Das ist ein wunderbares Gefühl, weil die Leute haben mitgespielt, das Wetter hat mitgespielt. Wie gesagt, einfach alles war super. Damit verabschiedet sich der zweite Binzer Baltic Box Cup hier vom Kurplatz in Binz. Und der dritte ist schon in Planung. Bitte nochmal einen heftigen Applaus für alle.